Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Studierenden und Dozierenden da draußen, hier zur Vorstellung von Two Point Campus. Das Spiel liegt mir schon seit ein paar Tagen vor und wurde mir kostenlos von Sega zur Verfügung gestellt, dass ich es euch zeigen kann, und das mache ich jetzt auch. Zum Beispiel auch heute Abend im Livestream, also heute am 5.8.2022. Rauskommen tut das Spiel allerdings erst am 9.8.2022 und ihr könnt es euch auf Steam holen oder, wenn ihr Bock habt, günstiger bei meinem Partnershop GamesPlanet mit dem Rabattcode UNIMERP. Alles, was ihr wissen müsst, ist unten in der Videobeschreibung. Na, ihr wisst schon, wo ihr zum Shop hinkommt, das Spiel dann direkt in den Warenkorb legen könnt und dann an der Kasse den Rabattcode angebt. Ihr unterstützt dann mich mit auch noch, wenn ihr das tun solltet, also das Spiel über den Shop zu kaufen, über den Link zu kaufen. Aber keine Sorge, für euch kommen dadurch keine extra Kosten hinzu. Alles, was ihr bezahlt, ist das, was gerade eben eingeblendet ist, und zwar bis zum 4.9.2022 ist dieser Rabattcode günstig. Muss ich gerade eben selber nochmal nachschauen. So, also, ich habe schon mal ein bisschen reingespielt, um euch schon mal ein paar Sachen freizuschalten, damit ich euch ein bisschen mehr zeigen kann in diesem Let's Play. Ich habe hier schon einige Sachen hier, ich will es gerade eben mal zeigen, hier gemacht. Also, ich habe tatsächlich schon drei insgesamt an verschiedenen Universitäten angespielt. Und jetzt sind wir bei der vierten. Das ist Noble Set und die werden wir neu starten. Da haben wir nämlich tatsächlich den Studiengang Rittertum. Also es gibt Studiengang Robotik, es gibt Studiengang einfach allgemeine Wissenschaften. Es ist im Grunde dieses Spiel ein, ja, es ist der geistige Nachfolger von Two Point Hospital. Noble Set, die Stadt, in der jeden Tag gestern ist. Manche sagen, die Gemeinde sei in der Vergangenheit gefangen. Doch das Mittelalter des einen ist die Tradition des anderen. Und sind Traditionen nicht einfach nur Dinge, die wir auch heute noch tun? Tja, das gibt einem wirklich zu denken. So, denn hier haben wir also eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich zeige es euch am besten gleich, aber jetzt kommt erstmal hier die Avantgarde. Willkommen in Noble Set, wo sich seit mehreren Jahrhunderten nichts verändert hat und Ritter durch die Straßen schlendern, als sei das völlig normal. Es heißt, eine Klinge wetzt die andere und das sehen die hiesigen Einwohner ganz genauso. Doch es gehört mehr zum Ritterdasein als nur höfliche Unterhaltung, gefährliche Posten und metallene Schuhe. Über allen steht der Wettkampfgeist, mögen der beste Ritter gewinnen. Also Rittersportwissenschaften. Das ist das, was man studieren kann. Kleine Einführung, das ist der einzige Ort, an dem ich quasi sitzen kann, ohne dass ich irgendwie dem Menü zu sehr im Weg bin. Ich werde euch diese Texte hier vorlesen. Zum Beispiel hier von Lord Blackguard. Das ist einfach nur so, ja, der kommuniziert hat mit uns. Das ist unser Konkurrent. Sei gegrüßt und willkommen in Noble Set, der letzte stolzen Bastion der Ritterwürde hier in Two Point County. Hurra! Ich bin Lord Blackguard und ich leite die andere Ritterschule hier in der Stadt. So ist es schon von alters her. Ich trat in die Fußstapfen meines Vaters und meines Vaters Vaters und seines Vateronkel Dennis. Wir hofften schon seit Jahrhunderten auf etwas freundschaftlichen Wettstreit. Mögen die Spiele beginnen. Hurra! Er wird ständig Hurra sagen, ich sag's euch. So, also, wir haben hier die Möglichkeiten hier mit verschiedensten Menüs. Hier oben sehen wir jetzt erstmal quasi unsere grundlegende Quest. Wir sollen also einen Kampfplatz für unsere Ritter erschaffen. Das werden wir auch gleich tun. Aber wir müssten, also um das den Studienjahr beginnen zu können, müssten wir jetzt erstmal hier klicken. Machen wir aber noch nicht. Wir können hier auch, wie ihr sehen könnt, hier die entsprechenden Studiengänge ja, tatsächlich aktivieren. Ich kann allerdings auch jetzt hier nicht, ich habe keine Studiengangpunkte, also ich habe keine Möglichkeiten jetzt hier mehr Studiengänge reinzuholen. Dafür muss ich jetzt erstmal hier ein bisschen spielen, um mir Studiengangspunkte hier zu verdienen. Das heißt, am Anfang sind wir auf Gedeih und Verderb jetzt hier auf die Rittersportwissenschaften an dieser Uni festgesetzt. An anderen Unis habe ich teilweise schon genügend Zeug, da muss ich mir gar keine Gedanken machen. Ihr könnt aber auch immer wieder die neuen Sachen mitnehmen, also alles, was ihr so Stück für Stück in den verschiedensten Unis macht, könnt ihr dann zunächst mitnehmen. Ihr könnt aber auch zu eurer alten Uni wieder zurückkehren, um die dann in den späteren Unis verdienten Sachen dort wieder zu bauen. Ihr seht schon, also das ist sehr, sehr schön modular gemacht. Wer Two Point Hospital kennt, der wird das Prinzip weitgehend können. Wir haben hier die Möglichkeit, also jetzt erstmal Sachen zu bauen. Ich denke, wir fangen jetzt hier auch einfach schon mal an. Hier verschiedene Kategorien, das sind jetzt alle Sachen. Das hier sind hier die Sachen, die vorlesungs- oder studienrelevant ist, also akademisch. Das hier sind Unterkünfte, die insbesondere also von unseren Studenten, aber auch von unserem Personal teilweise verwendet werden. Und dann haben wir jetzt hier noch Gebäude, die außerhalb gebaut werden. Also das hier sind alles interne Sachen, das hier sind externe Sachen. Ich kann zum Beispiel auch ein komplettes Campusgebäude bauen, so wie dieses hier, wenn ich Lust dazu habe. Und dann sind hier nochmal irgendwie die ganzen Einrichtungen aufgeführt.
So, wir fangen jetzt hier mal an mit dem Turnierplatz. Oh ne, warte mal, was soll ich bauen? Den Kampfplatz. Ich habe nämlich schon mal was freigeschaltet. Eins von beiden kommt eigentlich erst später, aber das ist mir egal. Ich werde jetzt beides schon mal bauen. Wir bauen jetzt den Kampfplatz hierher. Und ihr seht, die haben alle so immer so eine Mindestgröße, sage ich jetzt mal. Ich werde jetzt einfach mal hier den entsprechenden... Ach, warte mal, das gefällt mir so, aber ehrlich gesagt nicht. Ich werde das gleich nochmal verschieben. Ja, wobei doch, so können wir es machen. Dann machen wir hier den Eingang hin. Ich kann auch gerade eben mal hier näher ranzoomen. Ja, dann machen wir hier den Eingang hin und dann haben wir jetzt hier die Betätigungsfelder. Das hier ist das Pflichtbetätigungsfeld, der Rest ist optional. Dafür müssen wir jetzt hier zum Beispiel diese Kampfschulungsstation machen. Wir können aber auch zum Beispiel die Sittenschulungsstation machen. Vier leblose Monarchen, dann haben die hier auch nochmal die Möglichkeit, hier an irgendwelchen Sachen zu trainieren. Das machen wir am besten jetzt hier mal so hin. Ihr seht, die sehen auf den ersten Blick gleich aus, aber... Das hier ist Kämpfen und das ja, da geht es zum Beispiel darum, wie man Burgfräuleins und so weiter und so fort hier bezirzt. Ja, und dann können wir noch andere Sachen reinmachen, wie zum Beispiel jetzt hier Fässer, da können die dann das Verstecken üben. Ich weiß ja nicht, warum Ritter sich verstecken sollten, aber sie können sich da Verstecken üben. Dann gibt es hier noch Trainingspuppen, wo sie draufkloppen können. Ihr seht, wir können auch Sachen schräg hinstellen. Wir machen es jetzt bloß erstmal gerade, weil das, glaube ich, ein bisschen sinnvoller jetzt hier für uns ist. Und dann haben wir jetzt hier noch eine Möglichkeit, theoretisch Bogenschießen zu üben. Komm, dann machen wir hier so, dann können sie hier so durchschießen. Das soll mir recht sein. Dann können wir noch eine Mülltonne setzen, dass die Ritter, ey komm, direkt neben, genau, neben die Tonnen. Finde ich fantastisch. Dass die Ritter hier für sich vielleicht versehentlich auch in der entsprechenden Ding verstecken. Ihr seht, das ist hier das Tor. Man könnte jetzt auch zum Beispiel jetzt hier noch ein Tor auf die andere Seite machen. Komm, das machen wir. Dann haben wir jetzt hier zwei Eingänge an der Stelle. Und das hier sind übrigens externe Heizstrahler. Es gibt also tatsächlich Orte, wo es recht kalt ist. Und dann musst du dann zum Beispiel solche Heizstrahler setzen. Und alles, was wir bauen, habt ihr vielleicht gesehen, erhöht dann übrigens hier das Prestige-Level des entsprechenden Raumes oder in dem Fall Platzes. Und dann ist das umso effizienter und wird auch umso gerne von den Studenten gesehen. Wie bei Two Point üblich können wir hier verschiedene Sachen freischalten mit dem sogenannten Kudosh. Das ist hier diese Ingame-Währung, wo wir dann quasi einfach ja, neue Sachen freischalten können. Ich habe auch schon einiges freigeschaltet, aber tatsächlich jetzt nicht unbedingt von diesen Rittersachen. So, ihr seht es auch, dass die Campusstufe mit jedem Gebäude, was wir bauen, erhöht wird. Dadurch verbessert sich letzten Endes dann einfach die Universität, ihr Ruf und so weiter und so fort. Wir haben jetzt den Kampfplatz hier gemacht. Ich habe jetzt direkt vor, obwohl man das normalerweise am Anfang jetzt hier nicht sofort zur Verfügung hat, auch direkt den Turnierplatz jetzt hier zu machen. Dann gehen wir mal direkt hier hin und gucken mal, ob wir diesen Turnierplatz hier hinbekommen. Ah, guck mal, der muss sehr groß sein, dieser Turnierplatz. Komm, dann machen wir diesen Turnierplatz doch mal hier so hin. Wow, muss der groß sein. Das ist ja mal der Wahnsinn. Der muss echt groß sein. Ja. Dann machen wir ihn jetzt mal so. Hier kommt dann der Eingang hin. Ah, hier. Und hier ist die Möglichkeit, dann quasi eine Tjoste durchzuführen. Okay. Dann brauchen die anscheinend hier noch irgendwie ein Zelt. Hier ist irgendwie noch ein Teil der Burg im Weg. So, gucken wir mal, Freunde. Ja, komm, wir machen das da hin. Und dann gibt es hier auch nochmal die Möglichkeit, jetzt hier irgendwelche Rittertrainingssachen. Oh, warte, was ist das hier? Die Turnierbühne. Boah, die kostet halt 30.000, aber wisst ihr was? Das ist es mir wert. Die bauen wir jetzt dahin. Die bauen wir jetzt dahin und dann verschiebe ich das jetzt hier nochmal, würde ich sagen. Sie behaupten ja gern, das sei wichtige Forschung. Kannst du nochmal ganz, ganz kurz wegverkaufen? Dann machen wir nämlich vielleicht eher das Zelt dahin. Und dann können wir das jetzt hier nämlich noch dahin machen. Genau, dann haben wir nämlich die Turnierbühne. Hier direkt neben dem anderen Teil. Hier dann noch ein Zelt. Was ist das hier? Ah, das ist ein Eingang, genau. Dann machen wir da hinten nochmal ein paar Trainingspuppen hin. Ihr seht ja, da geht das Level hier ganz gewaltig hoch. Dann machen wir hier noch mal ein paar Bogenschützenstellen hin, weil hier haben wir jetzt den Platz dafür. Das ist drei Stück sein. Nochmal ein paar Fässer. Eins, zwei und drei.
Wenn sie reinkommen, ist es eigentlich immer ganz gut, beim Eingangsbereich Mülltonnen zu haben, weil die lassen sonst Müll liegen, ey, ich sag's euch. So, und wir werden auf jeden Fall auch unsere Hausmeister für andere Sachen brauchen, als dafür, dass die jetzt hier ständig den Müll wegräumen. Ja, wir machen uns noch den Heizstrahler hier hin, nur für den Fall. Und dadurch haben wir jetzt hier auch wieder locker flockig Level 6. Übrigens, die Heizstrahler heizen jetzt hier nicht einfach den gesamten Gebiet, sondern jeder Heizstrahler hat einen Radius. Das heißt, ihr müsst bei größeren Räumen oder sowas vielleicht auch mehrere von diesen Dingern bauen. So, und das sind jetzt hier die externen Sachen. Wir haben aber auch natürlich noch ganz normale interne Sachen, wie zum Beispiel Vorlesungssäle. Und das fangen wir jetzt mal an zu bauen. Hier, denn eigentlich braucht alles immer einen Vorlesungssaal. Die Frage ist bloß, ob er hinpasst. So, Vorlesungssäle sind aber zum Glück etwas, was nicht allzu viel Platz frisst, wie ihr seht. Die kann man hier auch echt klein gestalten. Und ich glaube, das mache ich auch, denn ich habe festgestellt, es macht keinen Unterschied großartig. So, da vorne ist der Rednerpult. Das hier ist tatsächlich dann hier sind einfach die Ränge. Dann setzen wir wie üblich hier eine Tür. So, und dann können wir anfangen, zum Beispiel hier eine Mülltonne in die Ecke zu stellen. Genau. Dann kommt hier noch Hygiene. Das haben sie sich wahrscheinlich während der Corona-Pandemie sich gedacht, dass das vielleicht ganz praktisch wäre. Dann kann ich hier hinten noch einen Bildschirm setzen. Der passt da super auch noch hin, wie ihr seht, für die Präsentationen. Und dann können wir hier vielleicht noch eine Pflanze setzen. Und schon haben wir Level 2 jetzt hier von dem Teil. Dann machen wir vielleicht noch irgendwie ein Poster hier seitlich hin. Die kommen eigentlich auch immer gut. Ich würde sogar sagen, komm, wir machen sogar noch hier ein Bild hier von uns. Ich behaupte immer, das sind wir. damit die Studenten quasi wissen, wer hier der Chef ist. Ach, guck mal, hier ist noch ein Fenster. Ich müsste dieses Fenster da eventuell wegmachen. Genau, habe ich das Fenster hier verkauft, das braucht hier keiner, es ist ja schließlich auch ein Vorlesungssaal. Und dann machen wir hier noch einen Stammbaum hin, das ist für Ritter, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. So, das ist eigentlich schon mal ein ganz, ganz grundlegender, rudimentärer Vorlesungssaal. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch einen Dozenten, den können wir hier über Mitarbeiter anheuern. Und dann muss man immer gucken, was die hier so für Eigenschaften haben, ne? Die kosten unterschiedlich viel. Jetzt haben wir hier zum Beispiel die Annika Holunder. Die lässt Müll fallen, ist aber hat eine hervorragende Körperhygiene und Toilettenkomfort sinkt schneller als beim Durchschnitt. Geht durch das also eine schwache Blase. Oder ich nehme jetzt hier den Cyan Gewölb. Komm, wir nehmen den Cyan Gewölb. Können wir direkt hier schon reinschmeißen. Und theoretisch könnten wir jetzt in das Folgejahr auch schon starten. Das Problem ist bloß bei der Sache, nicht nur, dass der Typ mir gerade eben die ganze Zeit hier ins Wort redet. Wir brauchen natürlich auch noch andere Sachen, ne? Also wir brauchen dann im Idealfall, damit es den Leuten richtig gut geht, hier auch noch, ja hier zum Beispiel, so zack, 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 hier eine entsprechende Toilettenlandschaft, damit die Leute sich jetzt hier wohlfühlen. Ich muss es leider jetzt ein bisschen komplizierter machen, weil ansonsten geht das hier nicht so wirklich, dass ich das jetzt noch mit reinnehmen kann, wie ihr seht. So. Wir haben sogar hier Milchglas. Daran haben die echt gedacht, dass dass dadurch jetzt hier quasi natürlich Milchglas benötigt wird. Dann machen wir auch noch eine Toilette hin. Dann haben wir hier schon mal 4 Toiletten. Und dann haben wir hier eine ganze Menge Platz, um noch Sachen reinzubauen. Fangen wir mal damit an. Komm, hier machen wir jetzt auch Handdesinfektion hin. Das passt hier noch wunderbar hin. Dann machen wir hier die Mülltonne hin. Wir könnten da hinten trotz Ding noch ein bisschen eine Pflanze hinsetzen. Und jetzt kommen die wichtigen Sachen. Ja, Hände waschen. Einmal, zweimal und dann nehmen wir hier noch 2 Föhne, würde ich sagen. So, das passt sogar super untereinander, wie ihr seht. Das gefällt mir. Und falls das jetzt hier eine besonders kalte Zone wäre, würde es sich natürlich noch anbieten, jetzt hier noch einen Heizkörper zu setzen. Aber da, für den ist jetzt einfach kein Platz mehr und ich glaube auch nicht, dass es hier besonders kalt ist. So, damit haben wir schon mal definiert, dass das jetzt hier so ein Gang für uns ist. So, jetzt würde ich einfach mal sagen, wir lassen mal das Folgejahr starten. Wir können auch währenddessen weiterbauen. Also, wir starten nun das Folgejahr für unsere Rittersportwissenschaften. Das Tolle am Ritterleben ist, dass es unheimlich gefährlich ist. Hurra! Mich traf einst eine verirrte Lanze am Kiefer, als ich gerade auf dem stillen Örtchen saß. Kannst du dir das vorstellen? Jeder Campus, der etwas auf sich hält, sollte medizinische Versorgung bieten. Wir mögen in unseren Rüstungen gut gepanzert sein, aber unverletzlich sind wir lange nicht. So, das heißt also, ich muss jetzt hier noch eine Medic-Station bauen. Eine Klinik. Komm, die machen wir jetzt mal dahin. Die muss aber echt nicht groß sein, tatsächlich. Die machen wir hier hin.
Und da ist dann hier quasi der sogenannte Omni. Wie heißt das Ding nochmal? Der Omni-Heiler. Also der heilt alles. So, dann machen wir hier noch genau hier so ein Sprechstundenteil dahin, würde ich sagen. Kriegen wir das so hin? Glaube, ich mache das so hin, oder? Ah, okay, Sekunde. Ich muss es nochmal. Ändere das gerade eben nochmal, weil es gefällt mir sonst optisch einfach nicht. Ich bin da so einer. Muss optisch schön sein. So, übrigens, medizinische Versorgung. Solange sich Studierende auf deinem Campus aufhalten, werden sie sich zwangsläufig verletzen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Baue eine Klinik und stelle einen in erste Hilfe qualifizierten Assistenten ein. Ja, da sind wir gerade eben dabei. Komm, dann machen wir es hier nochmal. Hier ein paar nette. Was ist das hier nochmal? Arzneischränke. Jo, warum nicht? So, auch den hier können wir nochmal hier aufhübschen, den ganzen Kram. Ah, guck mal, das hier kriege ich jetzt hier schon nicht mehr hin. Aber ich kriege hier noch den Mülleimer hin. Ja, komm, dann machen wir hier noch eine Pflanze in die Ecke und noch einen zweiten Arzneischrank, oder? Oder will ich was anderes reinmachen? Ihr seht, ich kann ja auch einiges für Kudosch noch ausgeben. Nee, komm, lass uns hier noch einen zweiten Arzneischrank machen. Leider schaffen wir es, glaube ich, nicht hier. Doch, wir haben es auf Level 3 geschafft. Wunderbar. So, und jetzt brauche ich natürlich einen Assistenten. Das ist die zweite Berufsgruppe. Das ist diese hier. Und der muss jetzt hier dringend hier einen Perk haben für Medizin. Das haben wir aber nicht. Das bedeutet, ich muss jetzt mir erstmal einen selber schustern. Das können wir auch machen. Wir können unsere Leute fortbilden. Kriegt ständig Hunger, Toilettenkomfort sinkt, hervorragende Körperchen lässt Müll fallen. Ja gut, dann lässt er halt Müll fallen. Das heißt, jetzt brauchen wir noch ein weiteres Gebäude, um eine Fortbildung zu starten. Und das ist das Weiterbildungszimmer. Das Weiterbildungszimmer ist eine etwas größere Anlage. Die machen wir dann mal, ja, hierhin, würde ich sagen. Mit einer Tür hier. Und das hier, ich nenne es einfach den Gehirnknetomat. Der sorgt jetzt dafür, dass die Leute hier fortgebildet werden. Es ist ein Riesengerät. Jetzt kann ich noch ein paar andere Kleinigkeiten hier reinmachen, dass die Leute sich jetzt hier vielleicht ein bisschen wohler fühlen. Komm, hier kann ich auch noch das hier hinmachen. Dann machen wir hier noch einen Teppich hin oder einen Läufer, wenn ihr so wollt, dass die Leute sich hier wohlfühlen. Ein Ablagefach, wenn sie reinkommen, wo sie dann ihre Sachen kontrollieren können. Eine Lampe brauche ich jetzt hier nicht unbedingt. Aber vielleicht nochmal ein weiteres Pflänzchen. Und ja, ihr seht, was man hier sonst noch so machen kann. Sowas wie ein Snacktisch oder sowas wie ein Teetisch. Ich mach die jetzt mal nicht rein, weil sie nicht reinpassen. Es geht einfach nicht. Der Platz ist schon verbraucht. Aber wir haben immerhin Level 3 geschafft. So, damit ist dieser Raum jetzt auch ready. Und jetzt können wir direkt hier hingehen und eine Weiterbildung starten. Hier jetzt beim Ernie Morg. Und dann sagen wir zum Beispiel, hey, du wirst jetzt hier für $500 hier in Erste Hilfe ausgebildet. Und das müssen wir auch mit unseren anderen Leuten tun, dass sie in Erste Hilfe und auch, beziehungsweise in alle möglichen Sachen weiter oder ausgebildet werden, damit sie die Studenten noch besser ausbilden können. So, du hast vielleicht eine Schlacht gewonnen oder auch zwei, aber Lord Bogger lässt sich nicht so leicht kleinkriegen, egal was die Gerüchte behaupten. Es wärmt mir, dass der Waffenrobben Nobles wird erneut in den glorreichen Kampf zu ziehen zu sehen. Mögen wir der beste Ritter gewinnen. Hurra! So, ihr seht jetzt hier, es wird Eindringlinge geben. Und es gibt 9 Forschungsprojekte, zu denen unser Lehrpersonal beitragen könnte. Akademische Forschung wird unserem Campus helfen, sich weiterzuentwickeln. Ja, wir können tatsächlich forschen, Freunde. Aber das dauert ein bisschen. Was ich jetzt auf jeden Fall auch brauche, ist ein entsprechender Hausmeister. Und ich glaube, da nehme ich hier tatsächlich den Orlando McCarthy, weil der hat nämlich schon mal hier einen Skill, der uns es helfen wird, die Eindringlinge loszuwerden. Denn dieser Blackguard, der wird jetzt hier permanent Leute schicken und uns auf den Zeiger gehen. Und wenn du Security hast, kannst du gegen die vorgehen. So, was wir jetzt aber auch brauchen, ist natürlich etwas für das leibliche Wohl. Da gehen wir mal auf dieses Menü hier. Da können wir jetzt zum Beispiel richtige Stände machen, wo auch Leute arbeiten müssen. Oder wir gehen direkt zu solchen Snackautomaten hier. Da können dann die Studenten und die Mitarbeiter sich mit dem Nötigsten versorgen. So, jetzt möchte ich hier gerade eben nochmal einen Mülleimer hier in die Ecke stellen. Das sorgt natürlich auch dafür, dass alles hier nochmal ein bisschen hübscher ist an der Stelle. Einen Wasserspender würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht schlecht finden. Ja, komm, dann machen wir auch nochmal hier das Ding dahin.
Und dann machen wir jetzt hier ein paar Sitzgelegenheiten für die Studentenschaft. Dann können die nämlich hier sich miteinander anfreunden, sage ich jetzt mal. Ja, komm, wir lassen das so. Ja, machen wir so. Ich finde das eigentlich jetzt so ganz ansehnlich. Und alles, was im Grunde irgendwie einen Effekt hat, da könnt ihr Mouse Over machen, wie zum Beispiel hier. Also hier Cheesy Gubbins Automat sorgt dafür, dass man halt so Essen für die Studenten bekommt. Ist aber schlecht für die Gesundheit, wie ihr seht. Sorgt auch für den WC-Bedarf. Auch das hier ist schlecht für die Gesundheit. Also ihr seht jetzt hier zum Beispiel wiederum, dass jetzt hier der Hotdog-Kiosk, der ist wiederum gut für die Gesundheit, tatsächlich. Hier gibt es auch einfach nur Getränke, wie ihr seht. Da können sie auch Freundschaften entwickeln. Es gibt eine ganze Menge Sachen. Also die wollen auch Freundschaften, die wollen Liebesbeziehungen, die Studenten. Und insgesamt ist es so, dass das Studentenleben besser funktioniert. Also die Studenten sind effizienter, wenn es ihnen gut geht. Genauso auch wie bei den Dozenten. Und jetzt seht ihr, die beschweren sich jetzt hier gerade eben. Denen fehlt ein Bett. Die hätten gerne einen Schlafsaal. Ja, dann machen wir ihnen doch einen Schlafsaal, Freunde. Wir haben aber auch nicht mehr so viel Kohle tatsächlich. Das heißt, wir müssen jetzt ganz genau gucken, wie wir jetzt hier mit dem Schlafsaal verfahren. Ja, Schlafsaal würden wir auf jeden Fall noch hinbekommen. So teuer ist jetzt zum Glück nicht. Dann würde ich nämlich einfach mal sagen, komm, wir bauen einen Schlafsaal. Die Frage ist bloß wo. Ich glaube, wir machen hier einen Schlafsaal. Der muss aber auch nicht mega groß sein. Wobei, gucken wir mal, wir machen den Schlafsaal hier so hin und dann hier den Eingang so hin. Und dann müssen wir jetzt grundlegende Sachen planen, wie zum Beispiel jetzt hier, dass mindestens ein Schrank drin ist. Und wir haben auch die Möglichkeit, hier jetzt eine ganze Menge toller Sachen hier drin zu ändern. Wir können auch Innenwände ziehen, wenn wir das zum Beispiel wollen. Jetzt mache ich erstmal das so. Dann machen wir hier noch einen Schreibtisch hin. Oder warte mal, machen wir einen Schreibtisch so hin? Wir können auch so den Schreibtisch hier hin planten. Genau, dann kommen die nämlich verrückterweise trotzdem hier irgendwie ran. Und dann könnten wir jetzt zum Beispiel hier Innenwände ziehen, um ihnen so ein Pseudo-Gefühl von Privatsphäre zu geben. Wir können aber auch einfach sagen, komm, wir machen das hier komplett anders. Nee, die Tür sollte hier bitte bleiben. Indem ich jetzt zum Beispiel sage, komm, wir machen das jetzt hier so und den ganzen anderen Klabberadatsch ziehen wir jetzt hier nochmal ein bisschen rüber. Dann haben sie jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Platz, ne? So, ein bisschen mehr Platz. Dann haben sie jetzt hier noch diesen Schreibtisch an dieser Stelle. Und der Schrank muss natürlich noch rein. So, zack, die Buff. Und dann sorgen wir dafür, wie gesagt, dass sie das Gefühl haben, wenigstens hier nicht gesehen zu werden. Aber ihr könnt auch natürlich riesige Schlafsäle machen. Ich mache es jetzt bloß jetzt erstmal ein bisschen nobler, weil ich das einfach mag. Ich finde das schön, wenn es hier so ein bisschen in dieser Art und Weise gestaltet ist. So, jetzt sehe ich auch gerade eben, dass ich dadurch jetzt hier vielleicht sogar noch den Kollegen hier irgendwie anders hier hinbekomme. Ne, den kriege ich dann nicht hin. Okay. Ich muss mir überlegen, ob ich hier noch das Nachttischchen hinbekomme. Ne, es ist im Grunde egal. Es ist egal. Dann machen wir hier dem hier das auch noch hin. Beziehungsweise wir können ja auch schon mal einen Studentenaushang hier hin machen. Machen auch hier eine Mülltonne hin. Machen hier auch was für zum Hände desinfizieren hin. Das bringt alles Punkte. Hier nochmal ein weiterer Schreibtisch. Also ich persönlich achte eigentlich dann immer so ein bisschen darauf, dass diese Räumlichkeiten einigermaßen gleich sind. Ne? So einigermaßen. So, denn ich mag in diesem Fall Standards. So, dele. Aber das kann jeder von euch handhaben, wie er möchte. Ja, komm. Jetzt weichen wir direkt schon mal vom Standard ab. Der hat seinen Schreibtisch einfach mal gegen die Hausordnung gedreht. So. Aber wir verzeihen ihm. Wir verzeihen ihm. So, und dann können wir hier zum Beispiel auch nochmal zum Beispiel einen weiteren Läufer hinmachen. Wenn du so reinkommst oder so, dass es hier gleich schon mal ein bisschen gemütlich wirkt. Wir könnten hier in diese Ecke dann eine Pflanze stellen oder einfach hier eine Pflanze hin. Ne? Kann man einfach easy peasy so machen, wenn man das möchte. Und es gibt noch Sachen, also die Studenten wollen natürlich auch Unterhaltung. Hier, wir sind in einer Ritteruniversität. Das heißt, ich behaupte, hier laufen auch Goss rum. Also machen wir jetzt hier eine Goss, Sarg-Bücherregal hin. Und verschönern jetzt denen jetzt hier noch irgendwie, keine Ahnung, ihre Zimmer ein klein wenig mit irgendwelchen anderen Sachen, die sie hoffentlich wertschätzen.
Wehe, wenn nicht. So, genau. Dann dadurch haben wir jetzt hier Level 6 geschafft. Können das jetzt hier abschließen. Es wurden nochmal ein paar ungültige Objekte verkauft, aber das ist mir egal. Was ich damit übrigens mache, habe ich noch keine Ahnung. Campusstufe wurde erhöht. Und jetzt haben die auch hier ihre Schlafräumlichkeiten und fühlen sich hoffentlich wohl. Wie immer unverfroren und ungefiltert. Und wir Redakteur. Alles klar. Redakteure können einen Bauch. Ja, er scheint sich daran nicht sehr zu stören. Sie könnten es so zusammenschneiden, dass es klingt, als hätte ich gesagt, kommt alle zu mir und klaut meine Petunien. Nur ein Beispiel. So etwas würde ich nie sagen. Nein, es muss alles natürlich sein. Ich will Saft mit Fruchtfleisch, Käse mit Rand. Ich will Radio Naturale, al fresco, al dente. Yeah. Also wir sehen schon, manche machen hier auch eine Zauberausbildung. Und ihr hört auch, ne, es gibt die ganze Zeit jetzt ja auch die Beschallung von diesem Sprecher. Das ist ganz unterhaltsam so nebenbei. Die Mega-Lacher sind es jetzt nicht, sage ich jetzt mal. Komm, jetzt machen wir hier nochmal eine Sitzgelegenheit hin. Sitzgelegenheiten sind ganz, ganz wichtig für die Studenten, weil dadurch entstehen dann halt für sie Freundschaften. Das ist super, super wichtig. Jetzt mache ich hier nochmal so ein Telefon hin. Verrückterweise ist das auch für die Unterhaltung wichtig für die Studenten. Also dann fühlen sie sich wohl. Das haben wir schon mal als einen, wie ich finde, glaube ich, einen recht angenehmen Eingangsbereich hier geschaffen. Was wir auch noch machen könnten, also wir können jetzt natürlich auch einfach mal warten und auch mal gucken, wie es hier momentan unsere Finanzlage ist. Momentan machen wir dank der Studiengebühren, die die Studierenden zahlen, auch Gewinn. Das können wir uns auch mal anschauen, wie ihr seht. Die zahlen also jetzt hier pro Student 9000 Studiengebühren. Das wird natürlich dann auch entsprechend abgezogen von unserem Gewinn, was unsere laufenden Kosten sind, wie Personal und so. Wie zum Beispiel jetzt hier die Vorlesung, die jetzt hier gerade eben läuft, wo die Studenten jetzt hier mitarbeiten. Aber keine Sorge, die Studenten werden gleich noch mehr brauchen. Sie werden zum Beispiel feststellen, dass sie eine Bibliothek brauchen. Und manche von den Studenten, die vielleicht nicht ganz so gut sind, denn wir können zum Beispiel auch sehen, wie gut die lernen, die werden vielleicht auch Nachhilfe benötigen. Also ihr seht, es gibt ja eine ganz große Reihe an Bedürfnissen und Meinungen, die diese hier haben. Das hier ist schon so ein kleines Sims-Spiel, sage ich jetzt mal, wo eine ganze Menge geht. Deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, wir werden jetzt hier eine Bibliothek planen. Und die muss auch ehrlich gesagt gar nicht so groß sein für den Anfang. Später können wir das noch ändern, aber für den Anfang muss sie das nicht sein. So, zack, zack. Machen wir mal dich hier so hin. Dann machen wir hier nochmal ein weiteres Bücherregal hin. Dann brauchen die natürlich jetzt hier auch Orte, wo sie zum Beispiel lesen können. Und die planen wir jetzt hier für sie ein, aber nicht nur jetzt hier solche Lesesachen. Man kann auch so eine Lehrbuchkabine machen. Man kann auch solche Recherchenkabinen machen, dass sie zum Beispiel jetzt hier im Computer irgendetwas machen können. Oder es gibt auch nochmal hier, wie ihr sehen könnt, richtig teuer, ein Schriftgutarchiv. Eine Ode an Zeitungen, Magazine und Kritzeleien und so weiter und so fort. Das kriege ich jetzt aber hier in diesen kleinen Raum nicht mehr rein. Das werde ich dann ein andermal machen müssen. So, wenn wir das irgendwann mal erweitern. Also hier tut es jetzt einfach mal nochmal eine Pflanze in der Ecke. Und vielleicht kriege ich hier noch genau das hier hin. Die Buchauslage. Und das ist jetzt hier schon mal eine sehr, sehr kompakte Angelegenheit. Und ich denke auch, ja komm, wir machen jetzt hier auch nochmal einen entsprechenden Läufer hin. Ja, die bringen ja auch nochmal einiges an Punkten gebracht. Dann machen wir auch nochmal ein paar schöne Aushänge hin. Und wir machen überall das Bild von uns hier hin. Also ich behaupte, das sind wir. So, aber auch hier brauchen wir natürlich einen entsprechenden Mitarbeiter. Ach, der Gag ist, guck mal, da haben wir sogar schon Leute, die haben hier sogar schon mehrere Skills. Dann können die sich hier abwechseln. Dann haben jetzt beide hier den Skill, weil ihn habe ich jetzt schon erfolgreich fortgebildet. Haben die jetzt hier schon den Skill, sich auch um die erste Hilfe zu kümmern. So, du hast meine Ritter ziemlich elegant bezwungen. Leider. Oh. Da war zwischendurch, glaube ich, jetzt hier gerade eben die Quest, dass wir angegriffen werden. Ich habe es versehentlich nebenbei abgeschlossen. Ah ja, das passiert halt, wenn man kompetentes Volk hat. So, der erklärt uns gerade eben nochmal, dass es mit der Security am Start ist und dass die Security immer besser ausgebildet sein muss, umso höher unser Campus-Level wird. Denn, ja, dann werden halt auch die Angreifer mächtiger. Einige Mitarbeiter machen Pause. Oh ja, wir müssen noch einen Pausenraum bauen.
Den werde ich, glaube ich, bis zum nächsten Mal gebaut haben oder mit euch zusammenbauen, meine lieben Freunde, denn diese Folge ist rum. Falls ihr Bock habt, mir noch zuzuschauen, heute am 5.8.2022, schaut auf twitch.tv/mörb vorbei, da spiele ich dieses Spiel ja auch. Wahrscheinlich aber auf einer anderen Universitätskarte, die ich vielleicht sogar noch erst freischalte. Und wenn ihr euch das Spiel selber holen wollt, ihr wisst Bescheid, ne? Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit, tschüss und ade.